Bitte schön. Liebe grüne Freundinnen und Freunde, es ist jetzt einige Wochen her, da war ich auf einer für mich eher ungewöhnlichen Veranstaltung, nämlich einer Ordensverleihung. Dort habe ich einen Satz gehört, der mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich gehe an und für sich selten auf solche Veranstaltungen, weil ich mit der Praxis der Republik nicht übereinstimme, wer in Österreich für besondere Verdienste Auszeichnungen erhält, wenn man sich das einmal vor Augen führt. Grasser, Martin Graf, Westenthaler. Damals war es aber gerechtfertigt. Das war der Werner Schneider, ein Nachbar vom Millstätter See, ein Kabarettist und Musiker. Und er wurde für sein Lebenswerk geehrt. Die Laudatio hielt Konstantin Wecker. Konstantin Wecker, den mag ich politisch, musikalisch natürlich, auch persönlich. Und er hat diesen Satz gesagt. Eigentlich sollten die Unbestechlichen für ihre Unbestechlichkeit bezahlt werden. Das war jetzt, ja, ich habe gedacht, okay. Es ist ein bisschen paradox, weil deswegen ist man ja unbestechlich, wenn man sich nicht zollen lässt. Aber es hat mich dann zu der Frage geführt, wofür werden wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier eigentlich bezahlt? Weil wir werden ja bezahlt. Formal, dass man halt ins Parlament fährt oder ja, in den Ausschüssen Anträge einbringt, Positionen vorbringt, redet. Peter Westenthaler, der sagt, er scheidet jetzt übrigens aus der Politik aus, er hat körperliche Schmerzen, wenn er im Parlament sitzt. Für ihn ist das wahrscheinlich Schmerzensgeld, aber ich glaube, er holt seine eigenen Zwischenrufe mittlerweile nicht mehr aus. Aber ich habe eine andere Antwort gefunden. Und das hat die Mary auch schon ausgeführt. Wir werden dafür bezahlt, dass wir auf unbeirrbare und unbestechliche Art und Weise das tun, wofür wir gewählt wurden, nämlich unsere Versprechen einzulösen. Einfach unsere Versprechen einzulösen. Unbeirrbar die Ideen, die Konzepte, die Werte, dafür einzustehen und sie in Regierungsverantwortung dann auch wirklich umzusetzen. Auch bei medialem Gegenwind. Ich bin mir sicher, es gibt auch in anderen Parteien einige, die aus Überzeugung in die Politik gegangen sind. Und vielleicht kann sich ein junger Josef Czap an das noch vielleicht erinnern, oder wie er jung war, wie auch immer, jung ist er nicht mehr. Und niemand kommt korrupt auf die Welt, also die Gebrüder Scheuch oder der Strasser oder der Grasser, die waren mit Sicherheit auch einmal unschuldig. Aber irgendwann haben sie etwas Entscheidendes verloren, nämlich die Haltung. Und wer die Haltung verliert, der verliert auch den Halt. Im Gegensatz zu sehr vielen Menschen der österreichischen Zivilgesellschaft im Übrigen. Etwa eine Ute Bock. Sie ist jetzt in Wien aktuell bei einer Plakatkampagne zu sehen für mehr Menschlichkeit und gegen Vorurteile. Das ist so diese Kickl-Reimart, die kennen Sie wahrscheinlich, diese FPÖ-Reime. Dealer, Diebe, Messerstecher, nicht jeder Flüchtling ist ein Verbrecher. So ist sie plakatiert. Ute Bock kann man nicht kaufen. Man kann nur ihre Flüchtlingsarbeit unterstützen. Oder Heini Staudinger. Heini Staudinger lässt sich jetzt nicht unterkriegen von den Banken, wie er investiert und dass er Arbeitsplätze schafft. Wir können seine Schuhe kaufen, aber wir können Heini Staudinger mit Sicherheit nicht kaufen. Oder die Umweltschutzorganisation Global 2000, jetzt 30 Jahre alt geworden, Geburtstag gefeiert. Wir können ihre Umweltarbeit unterstützen, für sie spenden, aber Global 2000 kann man nicht kaufen. Ich will jetzt auf keinen Fall behaupten, wir Grüne wären bessere Menschen oder irgendwie was Besseres. Das nicht, ja. Aber eines haben wir uns mit Sicherheit bewahrt, nämlich die Haltung. Die Haltung und die Überzeugung. Zum Beispiel Gabi Moser. Gabi Moser ist irrsinnig zäh. Ja, wartet jetzt noch ein bisschen. Die Gabi ist irrsinnig zäh, nicht nur beim Radeln und beim Wandern, auch bei manch interner Diskussion. Aber dieser Zähigkeit ist es zu verdanken, dass eben dieses Mitschneiden und Zuschanzen bei der Privatisierung unter Schwarz-Blau, dass das endlich aufgedeckt worden ist. Und wer ihm vor die Flinte läuft, hat jetzt der Falter über ihn geschrieben, der hat nichts zu lachen. Ja, das stimmt, kann ich sagen. Die Rede ist von Peter Pilz. Ja. Spüren eben halt gerade auch jene, die vom Eurofighter-Deal mit Millionen profitiert haben. Und ich kann nur hoffen, dass sich Mensdorf Bouy nicht so fühlt wie einer seiner eigenen Fasane. Okay. Das wäre nicht fair. Du weißt nicht, wie es den Fasanen dort geht. Das ist nicht in Ordnung. Und Rolf Holub ist mit Sicherheit der sturste Kärntner, den ich kenne, mit Abstand. Aber dieser Sturheit ist es zu verdanken, dass eine unwillige Staatsanwaltschaft ein Verfahren bereits zweimal eingestellt hat, dass es wieder aufgerollt wurde und erst die Birnbacher Geständnisse möglich gemacht hat. Und er hat dafür gesorgt, dass endlich damit begonnen wurde, aufzuklären.
Uns Grüne kann man nicht kaufen, nur wählen. So, warum ist das eigentlich so wichtig, dieses zähe, oft provokante und sture und ja, eigensinnige Eintreten für die Unbestechlichkeit? Für mich sind das zwei schwerwiegende Gründe. Erstens, Korruption zerstört das Vertrauen in Politik und damit in Demokratie. Und dann landen wir frei nach Felix Baumgartner bei der gemäßigten Diktatur. Und Korruption vernichtet auch tatsächlich Spielräume für Zukunftschancen. Korruption frisst Zukunft. 2 Milliarden Euro waren die Eurofighter-Beschaffung. 2 Milliarden Euro. Wäre dieser Kauf auch ohne Schmiergeldzahlungen zustande gekommen? 6 Milliarden Euro für das Bankenpaket. Und davon fast die Hälfte, nämlich 2,5 Milliarden, ausschließlich für die Hypo Alpe Adria. Und nicht, weil dort irgendwie der Finanzmarkt zusammengebrochen ist, sondern das war das korrupte System der Heider-FPÖ in Kärnten. Schwarz-blaue Korruption in Kärnten. Und die fehlende Kontrolle der Finanzmarktaufsicht, muss man auch dazu sagen. Was kann man mit 6 Milliarden Euro machen? Ja, schwindelerregende Summe. 1 Million Kinderbetreuungsplätze zum Beispiel, so viel braucht man gar nicht. Aber mit einem Teil nur dieser Summe könnten wir den Grundstein legen für eine neue Bildungspolitik, nämlich gerade im Kindergarten die Basis bereitstellen für Chancengleichheit und für eine wirklich gute Qualität auf einem hohen Niveau. Und hätten die ÖVP und die SPÖ vor 5 Jahren, damals 2007, den Bankenuntersuchungsausschuss nicht abgedreht, dann hätte unter Umständen ein Teil dieses gigantischen Schadens auch vermieden werden können. Stattdessen haben sie es wieder gemacht. Sie haben wieder einen Untersuchungsausschuss abgedreht, sie haben es wieder gemacht und machen wieder vorsätzlich, gehen sehendes Auges in unter Umständen schwere Schäden für die Republik. Aber was Schwarz und Rot nicht abdrehen können, das ist weitere Aufklärung. Und was Schwarz und Rot mit Sicherheit nicht abdrehen können, ist beharrliches, unerschrockenes Kämpfen für saubere neue Politik in Österreich. Und was sie mit Sicherheit nicht abdrehen können, ist unser Volksbegehren, das im Übrigen morgen draußen zum Unterschreiben aufliegt. Ein Notar wird anwesend sein. Und was sie schon gar nicht abdrehen können, das ist der Wut, also der Ärger und die Empörung von so vielen Menschen in Österreich, die es sich nicht mehr gefallen lassen wollen. Erstens, dass ihre Zukunftschancen gestohlen werden und weiterhin Geld in schwarz-blaue Kanäle fließt. Und das sind die Leute, mit denen ich in eine Koalition will und nicht mit den Vertuschern von Rot und von Schwarz. Ganz einfach. Ich trete heute das erste Mal für den ersten Listenplatz an, also für die Spitzenkandidatur. Und ich habe schon ziemlichen Respekt vor der Verantwortung, sage ich euch ehrlich. Ja. Meinen Kindern sage ich immer, wenn wir uns verlieren an so unübersichtlichen Stellen, Einkaufszentren und so, sage ich immer, geht es dorthin zurück, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, wo wir uns verloren haben, da finden wir uns wieder. Und auch in der Politik haben sich manche gründlich verirrt, sind vom Weg abgekommen, haben politische, moralische Orientierung verloren. Und deswegen ist es so wichtig, dass man immer wieder zu seinem eigenen Ausgangspunkt zurückgeht, nämlich zu seinen inneren Werten und zu seiner Haltung. Damit man da Sicherheit hat, was stimmt nicht, was ist richtig, was ist falsch, was ist gerecht, was ist ungerecht. Und der wichtigste Wert für mich in den nächsten Jahren in der Politik ist Solidarität. Solidarität in dem Sinn Fähigkeit und Bereitschaft zur Verbundenheit mit anderen Menschen. Die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich in andere Menschen und in ihre Lebenssituation hineinzuversetzen und für ihre Anliegen auch einzustehen. Eine Solidarität des Handelns. Und das braucht auch Radikalität, bei aller Pragmatik und bei aller Professionalität auch im Alltag, aber Radikalität. Und für mich heißt das, ich will einen Systemwechsel. Einen Systemwechsel, einen radikalen. Es ist für mich nicht ein Fehler im System, sondern ein vollkommen falsches System, zum Beispiel der Agrar- und Lebensmittelproduktion. Wenn chinesische Erdbeeren in Deutschland im September die gesamte Fülle des heimischen Obstes verfügbar ist und das in Kindergärten und Schulen auf die Teller kommt. Und der ganze Skandal fliegt erst dann auf, und die Frage, wieso kriegen denn deutsche Kinder im September überhaupt chinesische Erdbeeren, fliegt das dann auf, wird das dann diskutiert, wenn 11.000 davon an Brechdurchfall erkranken. Das ist für mich ein vollkommen falsches System. Und es ist für mich kein Systemfehler, sondern ein vollkommen falsches System, wenn die Jugendlichen Europas,
die Kosten der Finanzmarktkrise und der Bankenrettung tragen müssen. Während 5 Millionen Jugendliche in Europa im Moment arbeitslos sind, schreiben die deutschen Konzerne Milliardengewinne, durchbrechen gerade die Schallmauer die börsennotierten Unternehmen von 100 Milliarden Euro im Krisenjahr 2011. Es ist dermaßen absurd, es ist ein vollkommen falsches System. Und es ist nicht nur ein Betriebsfehler oder ein Fehler im System, sondern ein vollkommen falsches System, wenn die Akteure des Finanzmarktes gegen Staaten spekulieren, auf ihren Untergang wetten. Und dann kommt der neoliberale Sprech der Konservativen, allen voran auch der ÖVP in Österreich, die dann sagt, die Staaten haben über ihre Verhältnisse gelebt. Alle müssen den Gürtel enger schnallen. Alle müssen den Gürtel enger schnallen. Ich frage mich immer, wen meinen Sie denn da? Wen meinen Sie denn damit? Wer muss denn den Gürtel enger schnallen? Was soll überhaupt dieses Gerede? Ja? Ich habe jetzt eine Frau getroffen, die mir geschildert hat, was für sie heißt Energiearmut. Sie hat Kinder, die gleich alt sind wie meine, 3 und 6. Das heißt, du musst mit ihnen in der Nacht 1-2 Mal aufs Klo gehen, schlicht und ergreifend. Und es ist eiskalt. Mit einem 3-Jährigen, mit einem 6-Jährigen, es ist einfach eiskalt, weil sie sich das Heizen nur mehr noch in einem Raum leisten kann. Die Frage, wer hat da jetzt wirklich über seine Verhältnisse gelebt? War es nicht doch der Finanzmarkt? Diese Frau mit Sicherheit nicht. Und es ist für mich kein Systemfehler, sondern ein vollkommen falsches System, wenn in Europa wieder die Stacheldrahtzäune hochgezogen werden und in Österreich minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge, Kinder, niemand haben, der für sie da ist oder der für sie zuständig ist. Und mir ist vollkommen wurscht, ob das die Akteure im Innenministerium sind, politische Entscheidungsträger im Innenministerium oder im Burgenland. Aber wenn jemand nichts dabei findet, dass Kinder niemanden haben, der für sie da ist, die gehören für mich nicht zur zivilisierten Welt. Ich sage das in aller Deutlichkeit. Wenn man nicht bereit ist, das System grundlegend zu ändern, dann darf man sich über die negativen Auswirkungen nicht wundern. Dann gibt es eben keine Solidarität. Und apropos Solidarität, wofür wird die SPÖ eigentlich bezahlt? Und wer zahlt eigentlich die ÖVP? Ich weiß es mittlerweile, und die Mary hat mich auch noch einmal bekräftigt heute und bestätigt, ich weiß, wofür die Grünen bezahlt werden, nämlich unbestechlich, unbeirrbar für die eigenen Überzeugungen einzutreten. Wer überzeugt ist, dass auf einem Bundeskongress basisdemokratisch Abgeordnete gewählt werden sollen und keinen Besitzer brauchen, wird noch so weit kommen, dass man Transferrechte für Abgeordnete im Parlament regeln muss. Ja? Also wer überzeugt ist, Basisdemokratie ist ein Wert, der ist mit Sicherheit eine Grüne. Wer überzeugt ist, dass die Mieten zu hoch sind, die Lebensqualität in Städten zu schlecht ist, die Luft zu schlecht ist und wer auch überzeugt ist, dass man dagegen etwas tun muss, der ist mit Sicherheit eine Grüne, wahrscheinlich aus Wien oder Graz. Wer überzeugt ist, dass sich ein Land zu 100% erneuerbar versorgen kann und dass das eine Chance ist und keine Gefahr, das ist ein Grüner, zum Beispiel aus Oberösterreich. Und wer überzeugt ist? Und wer überzeugt ist, dass die Schule in erster Linie für die Schülerinnen und Schüler da ist und nicht für die Betonfraktion der Lehrergewerkschaft, der ist mit Sicherheit ein Grüner, zum Beispiel aus Vorarlberg. Und wer überzeugt ist, dass Reichensteuern notwendig sind, um die Ursachen der Krise zu bekämpfen und um überhaupt wieder Spielraum für Zukunftsinvestitionen zu haben und nicht Diebstahl, das sind mit Sicherheit Grüne aus dem Burgenland und aus Wien, ja, zum Beispiel. Ja. Und wer überzeugt ist, dass mittlerweile 500.000 Einzelunternehmen und Kleinstunternehmen als Rückgrat der österreichischen Wirtschaft komplett andere Rahmenbedingungen brauchen, statt die Zukunft unserer Wirtschaft ausschließlich in Banken und Konzernen zu sehen, der ist mit Sicherheit ein Grüner. Und wer überzeugt ist, dass es mutiger ist, durch einen Rücktritt den Weg für weitere Aufklärung freizumachen, anstatt vor einem Auftritt im Untersuchungsausschuss zu flüchten, der ist mit Sicherheit nicht bei der SPÖ, heißt nicht Werner Faymann, sondern ist mit Sicherheit eine Grüne. Und wer überzeugt ist, dass internationale Solidarität, gerade jetzt, nämlich Klimaschutz, Entwicklungszusammenarbeit, dass das einfach nicht verhandelbar ist und solche Sätze wie Österreich zuerst
mein Geld oder unser Geld für unsere Leute. Ja? Oder im Endeffekt heißt sie immer, unser Geld für unsere Brieftasche im Übrigen. Ja? Wer überzeugt ist, dass Solidarität einfach nicht verhandelbar ist, der ist mit Sicherheit eine Grüne. Und deswegen werde ich alles in meiner Kraft Stehende tun, mit euch gemeinsam, dass Österreich die Neuauflage einer rechtspopulistischen, neoliberalen Regierung erspart bleibt. Erspart bleibt. Ich will einmal... Ich will nicht mehr, dass es den Leuten zu Recht schlecht wird, wenn sie hören, dass irgendwer Politiker ist. Und ich will ja nicht, dass sich niemand mehr dafür interessiert, wer überhaupt regiert, weil viele sagen, es sind eh alle gleich. Und es ödet mich unendlich an, immer wieder dieselben Gesichter in der Zeitung zu sehen, die sich Millionen eingesteckt haben und sich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern können. Einen Schlaff kann man ja nicht einmal nach der Uhrzeit fragen, ohne dass er sich der Aussage entschlägt. Nicht einmal nach der Uhrzeit, sondern nach dem Wetter. Ja? Ich will das nicht. Mehr zeigen wir den Österreicherinnen und Österreichern, es sind nicht alle so. Und wir sind viele. Und es gibt viel zu tun in der Bildung, in der Wirtschaft, beim Umweltschutz, bei der Energiewende, bei Chancengerechtigkeit, bei Kontrolle und Demokratie, aber vor allem in Europa. Als ich vor ein paar Wochen die Bilder im Fernsehen gesehen habe über die gleichzeitigen Streiks, das war Portugal und Spanien, war ich ziemlich erschrocken. Weil doch, es ist legitim, gegen Sparmaßnahmen auf der Straße zu demonstrieren, das ist ein Grundrecht. Ja? Aber die Polizei ist mit ziemlicher Brutalität gegen diese Menschen vorgegangen. Und ich war total schockiert über die Zahl der Delogierungen. Bis zu 350 Familien täglich wurden in Spanien auf Druck der Banken delogiert. Wenn in Spanien jeder vierte Erwachsene im Erwerbsalter keinen Job mehr hat, dann wird der europäische Traum also zum Albtraum. Und selbstverständlich, es sind in den Krisenländern ja Fehler passiert, das ist überhaupt keine Frage. Der Immobilienwahnsinn an der Costa del Sol, wer das gesehen hat, das ist verheerend. Aber auch solche Dinge wie Steuerhinterziehung, gebunkerte griechische Steuermilliarden in der Schweiz. Aber Brandbeschleuniger für die Krise jetzt war vor allem eines, nämlich die blinde und einseitige Sparpolitik, insbesondere von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das ist so, oder? Und es zahlen mittlerweile Menschen für die Krise, die sie nicht verursacht haben. Und jene, die sie verursacht haben, sind ungeschoren, weitgehend ungeschoren geblieben. Der Umsatz der sogenannten Schattenbanken und Hedgefonds von 2010 auf 2011 ist um sagenhafte 6.000 Milliarden Dollar gewachsen. Unverstörbar, unverstörbar. Mit Ausnahme der Finanztransaktionssteuer gibt es im Wesentlichen, und die ist auf Druck der deutschen und der österreichischen Grünen so weit gekommen, gibt es im Wesentlichen nichts, was tiefer in die Regulierung des Finanzmarktes hineingeht. Und die Sozialdemokratie in Europa hat so viel geredet über den Finanzmarkt, so viel geredet und so wenig zusammengebracht. Ganz im Gegenteil. Im Moment wird so ein beschämender Eiertanz darüber geführt, wer weniger für Europa zahlen soll, wer weniger zollt. Und Österreich wiederum in erster Reihe vorne dabei. Beim Kampf um den sogenannten Nettozahlerrabatt. Das sind 180 Millionen Euro, um die es da geht. 180 Millionen Euro. Nochmal 2,5 Milliarden nur für die Hypo. Ja? Deswegen wird hier die Vetokeule ausgepackt von einem Europaminister und Außenminister Michael Spindelegger. Europa beginnt nicht erst, wenn man in Brüssel aus dem Flieger steigt. Europa beginnt hier. Europa beginnt in Österreich. Und für uns tut es das. Und vor allem für dich, Ulrike. Ja. So, das ist jetzt schon ein bisschen lang, jetzt kommen wir zum interaktiven Teil meiner Rede. Ich lese euch jetzt ein paar Sätze vor und ihr denkt scharf nach, an welchen Satz euch das erinnert. Geht es der Atomwirtschaft gut, dann geht es den Nachbarn von Demelin Mohovce oder Krischko gut. Geht es der Ölwirtschaft gut, dann geht es den Fischern am Golf von Mexiko gut. Geht es der Spekulationswirtschaft gut, dann geht es den Jugendlichen gut. Und geht es den österreichischen Problembanken gut, dann geht es auch den österreichischen Armen gut. Geht es der Autoindustrie gut, dann geht es dem Klima gut. Und? Haben wir es? Geht es der Wirtschaft gut, dann geht es uns allen gut. Genau. Ich halte diesen Satz für eine fatale politische Lüge. Für eine wirkliche fatale politische Lüge mit fatalen Auswirkungen. Wir müssen dem ein ganz anderes Wirtschaftsdenken entgegensetzen. Und damit meine ich nicht nur das Drehen an der einen oder anderen Schraube, sondern einen echten Systemwechsel. Das Wirtschaften derzeit ist weder ökologisch noch sozial verträglich und nachhaltig. Die Atmosphäre verhandelt nicht. Wir reden mittlerweile nicht mehr nur über Peak Oil, also das Maximum der Erdölförderung, das bei steigender Nachfrage dann die Preise nach oben treibt. Wir reden über Peak Everything,
Peak Everything. 18 Tonnen jedes Jahr verbraucht ein Europäer, eine Europäerin. Sechs davon werden gleich einmal Opfer, gleich einmal sofort. Ja. Deswegen brauchen wir ein neues Wirtschaftssystem, das diese Begrenztheit unserer Lebensgrundlagen einmal ernsthaft akzeptiert und sich danach ausrichtet. Nicht Wegwerfgesellschaft, sondern eine Wiederverwendungsgesellschaft. Nutzen statt Besitzen, all diese Konzepte. Ausbau von Ökoenergie, Biolandbau, statt Milliarden für Importe von Öl, Gas und Kohle und fossile Energieträger aufzugeben. Und eine Entlastung bei den Steuern, nämlich Entlastung des Arbeitens. Entlasten des Arbeitens. Und der verantwortungsvolle Umgang mit Steuergeld, die gesamte Regulierung des Finanzmarktes, die Trennung von Geschäftsbanken und Investitionsbanken und ein sicheres Sozialsystem, insbesondere eine Grundpension für alle. Das sind so die Eckpunkte, an denen wir arbeiten müssen. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Mittlerweile eine 500.000 in Österreich in manifester Armut. Das heißt, sie können allein aus dieser Situation nicht mehr heraus. Die Einkommen sind zu niedrig, die Fixkosten zu hoch. Und das sind dann so Familien, das ist immer schwer, über so das zu beschreiben oder darüber zu reden. Die Tochter einer Bekannten hat zu mir gesagt, weißt du, das Christkind ist nur ganz klein. Das kann nicht viele und nicht große Geschenke tragen. Und da geht es mir dann schon, ja, weil wir überschütten alle unsere Kinder mit Geschenken. Ja, und wenn du dann sowas hörst, denkst du, okay. Es ist auch ein Armutszeugnis für die Sozialdemokratie, die jetzt mittlerweile seit 7 Jahren dieses Land als Kanzler führt und genau in dieser Frage viel zu wenig tut. Viel zu wenig tut. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an ein Stück von Edwin von Horvath, zur schönen Aussicht heißt das übrigens. Die SPÖ ist eigentlich ganz anders, sie kommt nur so selten dazu. Ja, ist die Wahrheit. Ich glaube, den kann man oft verwenden, diesen Satz. Der passt bei der SPÖ sehr oft. Ja. Und dann gibt es noch Strache und die ÖVP, die wörtlich sagen, Reichensteuern sind Diebstahl an den arbeitenden Menschen. Ich frage mich immer, was ist da eigentlich schützenswert? Wen wollen denn die eigentlich schützen? Ja? Warum ist steuerfreies Erben, das es mittlerweile in ganz wenigen Ländern der Welt immer noch gibt, auch in Österreich, warum ist das eigentlich schützenswert, wenn jemand 2 Millionen Euro erbt, leistungsloses Einkommen und keinen Cent Steuern dafür bezahlt? Ich verstehe das nicht. Und niemand versteht das. Und vor allem die Millionäre mittlerweile auch nicht mehr. Es gibt mittlerweile in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland jetzt mittlerweile, Millionäre, die das selber nicht mehr verstehen, die das selber nicht mehr wollen. Die argumentieren das nämlich so, die sagen, höhere Steuern heißt auch einen gerechten Beitrag und ein gerechtes System ist uns einfach wichtig, weil die große Schieflage bei der Vermögensverteilung führt zu einer Spaltung der Gesellschaft und an dem haben diese Menschen offensichtlich kein Interesse. Und ich kann das nur unterschreiben. Mittelfristig, was würde das weiter bedeuten, diese Schieflage? Die Reichen würden hinter hohen Stacheldrahtzäunen ihre Vermögen genießen und die Kinder in der gepanzerten Limousine in die Schule fahren, so wie jetzt schon in Sao Paulo oder in Johannesburg. Das wollen die nicht, das wollen sie zu Recht nicht. Und ich sage an dieser Stelle, wir brauchen ein gerechteres Steuersystem. Eine der Schlüsselfragen von Solidarität in den nächsten 5 Jahren. Eine der Schlüsselfragen. So, ihr kennt euch wahrscheinlich. Ihr wisst noch der Satz, geht es der Wirtschaft gut, dann geht es uns allen gut. Den kann man aber noch toppen. Es gibt noch eine größere politische Lüge und die lautet folgendermaßen. Kinder sind das Allerwichtigste in Österreich. Kinder sind das Allerwichtigste. Wäre dieser Satz wahr, dann würde nicht ein Drittel der 15-Jährigen de facto ausgeschlossen sein von kultureller und sozialer Teilhabe, vom Arbeitsmarkt ganz zu schweigen, weil sie nicht sinnerfassend lesen können. Wäre dieser Satz wahr, dann gäbe es kein Familienbelastungspaket jedes Jahr von mehr als 100 Millionen Euro für Nachhilfe, für die Eltern dieser 250.000 Kinder, die das Geld für Nachhilfe aufbringen müssen. Und die, die es nicht schaffen, ja, wo keine Nachhilfe möglich ist, schaffen es dann nicht. Wäre der Satz wahr, die Kinder sind das Allerwichtigste, dann wäre das Beste für die Kleinsten gerade einmal gut genug, dann hätten wir gentechnikfreies, biologisches, gesundes Essen in allen Kindertagesheimen und in allen Schulen. Und dann wäre das Absenken der Feinstaubbelastung nicht nur ein Anliegen der Grünen, sondern ein parteiübergreifendes Anliegen. Wären Kinder und Jugendliche wirklich das Wichtigste, dann wären wir stolz auf unsere Unis. Dann wären wir tatsächlich stolz auf eine Uni ohne Barriere.
Ich will eine Bildungsrevolution in Österreich. Eine Revolution, die von den Schülerinnen und von den Schülern, von den Studierenden und von den engagierten Lehrerinnen und Lehrern und von den Eltern angeführt wird. Und die diese verstaubten Mauern dieses Bildungssystems endlich einmal niederreißen. Die Kindergärten des 21. Jahrhunderts, die Schule des 21. Jahrhunderts und die barrierefreie Universität des 21. Jahrhunderts. Ich will eine neue Bildungslandschaft. Eines der zentralen Anliegen für die nächsten 5 Jahre. Wo es ganz normal ist, dass du einen Kinderbetreuungsplatz hast in einer hervorragenden Qualität, wo du da keine Sorgen machen musst, wo Kinder am Abend nicht sitzen müssen und irgendwelche Hausübungshefte kontrolliert werden müssen, wo man nicht Mathematik und Chemie und ich weiß nicht was mit den Kindern lernen muss, in der es einfach keine Nachhilfe mehr gibt und ganztägige Schulen vollkommen normal sind. Vollkommen normal. Und Studienplätze tatsächlich in einem ausreichenden Ausmaß und tatsächlich auch Raum geben. Nicht nur physischen Raum für die Studierenden, sondern auch Raum für den Kopf. Nicht nur Ausbildung, sondern auch Bildung. Und in der 18-jährige junge Männer nicht mehr zum Bundesheer müssen. Nicht mehr zum Heer müssen. So, ich komme jetzt zum Abschluss. Ja. Ich war heuer im Sommer wenig im Büro, ja, oder eigentlich gar nicht im Büro, muss ich ehrlich sagen. Ich war unterwegs, habe Dinge gemacht, die mir Freude machen, also Wandern, Bergsteigen, Laufen mit einigen, wo ist die Astrid Rössler? Ja, Dinge, die mir einfach Freude machen, draußen sein und sich bewegen. Aber was mir auch wirklich Freude macht, ist mit Menschen ins Gespräch kommen. Und das, was ich auch in diesen 5 Wochen Sommertour auch mitbekommen habe, es sind so viele Grüne in Gemeinden, die ich noch nicht gut gekannt habe und noch gar nicht gekannt habe. Und da habe ich einige von ihnen kennengelernt. Ja. Ich sage jetzt ein paar. Den Thomas Linzer zum Beispiel in Tirol. Der hat uns in die Rosengartenschlucht geführt. Wo sind die Tiroler? Muss ich kurz schauen. Ah, da, ja. Rosengartenschlucht. Ja. Und das darf nur Tiroler. Der hat uns mit die Bodeschlapfen in die Rosengartenschlucht geführt. Ich habe Bergschuhe angehabt, ja, im Übrigen. Ja, oder mit den Kärntnerinnen und Kärntnern an der Grenze zu Slowenien, also mit der slowenischen Volksgruppe gewandert, Bad Eisenkappel, übrigens die größte zweisprachige Ortstafel Österreichs, Bad Eisenkappel, wunderschön, ja. Aber einen möchte ich euch noch vorstellen, das ist ein Gemeinderat aus Salzburg, nämlich der Rupert Fuchs aus St. Johann in Bonga. Der hat die 3,5 Tage, wie er mich begleitet hat, wir waren gemeinsam unterwegs, hat er immer dieselbe Hosen angehabt. Immer. Eine Lederhosen. Ich war am Anfang ein bisschen irritiert, weil in Wien würde man das nicht so tragen, oder? Also, aber wurscht, ja. Aber alles, was er sonst gemacht hat, das war dermaßen grün, das war ein dermaßener Spirit und das möchte ich nur ganz kurz erzählen. Ja. Schultaschen sammeln für den Kosovo mittlerweile. Wir kaufen viel zu oft neue Dinge für unsere Kinder. Und die ausrangierten Schultaschen werden von dir gesammelt und in den Kosovo geführt. Und mittlerweile werden diese alten Schultaschen angefüllt mit wunderschönen neuen Dingen. Im örtlichen Gasthaus wurde ein Asylwerberheim untergebracht. Und Rupert hat sich dann sehr darum bemüht, nachdem es, da gibt es immer Irritation rundherum, Misstrauen, Angst, hat sich sehr darum bemüht, dass die Nachbarfamilien einfach einmal dorthin gehen und sich die Lebensgeschichten dieser Flüchtlingsfamilien anhören. Es war ein bisschen zart, aber letztendlich ist es geglückt und irgendwann einmal war die Stimmung ganz anders. Dann kam das Wintergewand und wo kann ich helfen und die Bettwäsche und so weiter. Ja. Aber eigentlich ist Rupert Energieberater und bemüht sich um die Genehmigung eines Windradels auf sein Haus. Und immer im Dauerclinch mit der SABE, mit der Salzburger Energiegesellschaft. Und als der zu genehmigende Behördenmensch aufgetaucht ist und zu dir gesagt hat, du mit deinem komischen Windradl, hat der Rupert gesagt, wenn du mein Windradl komisch findest, dann find ich die auch komisch. Ja? Und warum erzähle ich euch das? Ja? Lederhosen sind jetzt keine, aber dieser grüne Spirit, nämlich dieses, wir verbessern die Welt jeden Tag ein Stück, das weiß ich, das seid ihr alle. Das seid ihr alle und das gibt mir ein sehr großes Vertrauen für 2013, für die Wahl. Also erstens ein großes Vertrauen, dass wir stärker werden. Ein großes Vertrauen, dass die Zeit reif ist für grüne Ideen. Und ein großes Vertrauen, dass wir das beste Ergebnis, das wir ever gehabt haben in Österreich für die Grünen, auch tatsächlich schaffen werden und damit Österreich endlich eine Alternative zu Proporz und zu Korruption und zu all dem, was wir schon gegeben haben, eröffnen können. Und in diesem Sinne bitte ich euch um euer Vertrauen. Danke.
es musst aushalten.